Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe heute wieder einen Sneaker für euch, und zwar den Nike Space CP 01 in Black allerdings. Ja, ist nicht mein Schuh, ist von Tobi, Props gehen raus. Er wollte den unbedingt haben und hat den ersten Release, diesen ersten Colorway, nicht bekommen. Ja, ich auch nicht. Hier hat er ihn auf jeden Fall jetzt bekommen in seiner Size. Der Schuh hier besteht zu 50% oder bis zu 50% aus recycelten Materialien, beziehungsweise aus Müll, Plastikmüll oder sowas. Zeige ich euch auch gleich, sieht man auch bei dem Schuh so ein bisschen, haben die extra so gemacht. Aber wie immer kommen wir als erstes zur Box. Ja Leute, die Space CP 01 Box ist gleichzeitig auch der Versandkarton. Die werden nicht doubleboxed versendet. Ich muss hier auch mal gleich den Finger so ein bisschen draufhalten, weil der halt auch der Name draufsteht. Aber wie gesagt, halt von außen halt nur ein ganz normaler Karton hier. Hier haben wir halt ein Size Tag drauf. Da steht nochmal Space CP 01 und die Size. Ja, auf der Seite haben wir auch nichts weiter drauf. Wie gesagt, ist halt nur ein richtig, ja, nüchterner Karton, einfach nur mit einem Size-Tag und einem QR-Code, den man hier nochmal scannen kann. Ja, von innen sieht das allerdings schon wieder anders aus. Wenn wir den aufmachen, steht dann hier oben ein Space Hippie. So, und dann kommt einem erstmal hier so ein Beutel entgegen. Das zeige ich mal als erstes hier. Ich mache auch nachher nochmal so ein paar Detailshots. Hier haben wir dann so einen Nike-Beutel. Ja, weiß ich nicht, ob man die Schuhe damit jetzt transportieren kann oder... Ja, für die Waschmaschine ist das eher so als Einkaufsbeutel vielleicht. Ziemlich lange Henkel noch dran. Ja, aber ein ganz cooles Gimmick, habe ich jetzt noch nie gehabt. So eine Tasche in irgendwelchen Schuhkartons. Ja, kommen wir mal zum Schuh an sich. Der liegt dann so hier drin. Natürlich auch ohne Folie oder ohne Papier. Ich zeige es nochmal kurz in die Kamera. Dann haben wir hier nochmal ein paar extra Laces. Man kann auch weiße Laces scheinbar noch reinmachen, wenn man möchte. Ja, auch immer ganz nett, finde ich, wenn sowas noch da drin ist. Der Schuh an sich, ja, erinnert ein bisschen so an den Yeezy Style. Ich muss es einfach jetzt mal so dazu sagen. Vom Upper her ist auch so ein Prime-Knit-ähnlicher Stoff, der auch aus recycelten Materialien besteht, genauso wie die Sohle, und das sieht man hier auch, da sind wie so eine Flakes halt von dem Plastik oder von den recycelten Materialien zu sehen. Ist auf jeden Fall Geschmackssache, also bei dem Schuh sieht man auf jeden Fall, dass der auch ein bisschen aus Recycling-Kram besteht. An sich vom Colorway ist er eigentlich echt cool gehalten, das ist jetzt so ein schwarz-grau mit einem, ja, gelben eingenähten Swoosh. Ich halte das mal so ein bisschen in die Cam, ich zeige es nachher auch nochmal ein bisschen genauer. Ja, ultra leichter Schuh auf jeden Fall. Nur mal so by the way. Wir haben schwarze Laces und dann steht hier nochmal auf der Zunge, hier steht nochmal Nike drauf zweimal. Das mache ich auch nachher mit den Detailshots. Das kriegt meine Cam never fokussiert. Ja, eigentlich ein echt cooler Schuh, wie ich finde. Auch so für den Sommer, also ist auch ein reiner Sommerschuh. Weil der ist auch an der Seite ziemlich offen, also da kann man auch so durchgucken so ein bisschen. Also sieht sehr luftig aus. Richtig cool. Wir haben aber... Was auch so eine Besonderheit hier an dem Schuh ist, finde ich, wir haben hier halt keine Innensohle drin. Denn, ja, der ist von innen so, wie er halt doch ist. Also die Sohle, die geht quasi bis innen durch. Und wir haben jetzt nicht nochmal so eine Innensohle, die man jetzt noch rausholen kann, weil nochmal Nike draufsteht oder sowas. Ja, hier ist lediglich an der Sohle das Size Tag hier nochmal dran genäht. Ich zeige das nachher nochmal mit in den Details, das kriegt man wieder mal nicht fokussiert. Ja, aber echt ein witziges Konzept und ein eigentlich...
ja, echt cooler Sneaker, wie ich finde. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Gerade für den Sommer ist auch mal so eine kleine Yeezy-Alternative, wie ich finde. Und der ist wirklich extrem leicht. Also fasst sich auch gut an. Ich hätte gar nicht mit so einer krassen Qualität gerechnet. Ansonsten jetzt so. Also klar muss man jetzt selber wissen, ob man jetzt diesen Style hier mag mit diesen... Mit dieser groberen Sohle, nennen wir das mal so. Es ist so ein, ja, es ist jetzt kein Weiß, es wird es jetzt so ins Grau gehen lassen, so ein ganz helles Grau mit diesen Flakes halt drin. Ich sag mal, dadurch ist jeder Schuh auch irgendwie ein Unikat. Also es kann jetzt keine Sohle genau wie die andere sein. Ich glaube jetzt nicht, dass, ne, wisst, wie ich das meine. Also das ist schon hier dann vielleicht so ein bisschen special. Unten sieht man das auch nochmal ganz gut hier an der Sohle. Ja, und hier in der Mitte sieht man dann das Material von der Innensohle. Da sind natürlich nicht diese Flakes, da hat man das so ein bisschen cleaner gemacht. Ich halte nachher nochmal die Kamera rein, zeige ich das nochmal genauer. Ja, aber an sich, der Space EP 01 gefällt mir jetzt auch vom Colorway besser wie der erste. Den fand ich vom Upper, der sah aus wie so eine Wollmaus. Kennt ihr das, wenn man das Flusensieb mal irgendwie sauber macht am Trockner? Da finde ich den hier auf jeden Fall echt wirklich extrem geil dagegen. Cool, dass Tobi den bekommen hat und ja, wünsche ich auf jeden Fall viel Spaß mit seinen Space EPs. Sieht man auch nicht allzu oft. Gehen auch ein bisschen in Resell. Die erste Space Hippie Generation, also der erste Colorway, sag ich mal, ja, der ging auch so plus 50 Euro, 60, also plus 50, 60, 70 Euro im Resell am Anfang. Habe ich jetzt aber auch ehrlich gesagt jetzt gar nicht weiter verfolgt oder geguckt, ob der irgendwie überhaupt noch gehandelt wird oder wie aktuell der Preis ist. Ja, bei dem habe ich mal kurz reingeschaut, da kann man auch ein bisschen was im Resell mitmachen. War aber auch lange noch in den ziemlich kleinsten und in den größten Größen, ich meine in 37, 38 und in, weiß ich nicht, 47 oder keine Ahnung, in einer ziemlich großen Size auf jeden Fall. Ja, da waren die auch noch irgendwie ein, zwei Tage länger verfügbar, die ja, ganzen beliebten Größen oder die normalen Größen zum Tragen, sag ich mal. Ja, die waren eigentlich alle relativ zügig ausverkauft, aber ja, da es halt auch einige Restocks schon gab von dem Modell generell, also von den ganzen Space EPs. Ja, haben vielleicht viele auch gedacht, das ist wieder der gleiche Colorway und haben das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wobei der hier wirklich gelungen aussieht. Auch so für den Herbst noch, finde ich eigentlich auch noch voll rockbar. Also ein cooler Herbstsneaker, vielleicht auch mit dem dunkleren Upper hier. Gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Ja, und wie der in meinen Füßen wirkt, das schauen wir uns mal im Feed an. Auf geht's! Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, damit ihr in Zukunft keiner meiner Videos verpasst. Ich bin raus. Peace.